Im ersten Finalspiel der heurigen Oberligasaison 2008 und 2009 begrüßen die Targowölfe aus Klagenfurt, angeführt von ihrem Kapitän Bruno Tarmann, den ATC Graz mit seinem Kapitän Christian Wiedauer. Die Wölfe, die nach nur einem Sieg gegen den ATC im Grunddurchgang als leichter Außenseiter ins Finale starten, zeigen sich von Beginn an so richtig bissig. In einem Powerplay gelingt ihnen sogar die Führung. KAC-Leihgabe Christoph Quantschnick trifft mit einem schönen Wristshot genau ins lange Eck. Doch auch der ATC Graz zeigt kurz darauf, dass er das Überzahlspiel beherrscht. In der allerersten Powerplay-Gelegenheit im Spiel zieht Gilly Kühn von der blauen Linie ab und der aufgerückte Verteidiger Philipp Hofer lenkt die Scheibe unhaltbar für Marco Del Fabo zum 1:1 ab. Knapp 2 Minuten vor dem ersten Wechsel geht der ATC dann sogar erstmals in Führung. Nach einer Co-Produktion der gesamten Linie Forcher, Preis, Hofmeier fällt nach 18:05 im ersten Drittel das 2:1 für die Grazer. Daniel Forcher erkämpft sich im Vorcheck die Scheibe und bringt sie weiter zu Christian Hofmeier, der mit einem idealen Pass Peter Preis bedient. Gegen dessen präzisen One-Timer ist der Taco Goli erneut machtlos. Gleich zu Beginn des zweiten Abschnittes gelingt den Wölfen mit dem ersten Angriff der Ausgleich. Nach nur 44 Sekunden steht Andreas Moschig nach Vorarbeit von Peter Mateika völlig frei und stellt auf 2:2. In der Folge hat der ATC Graz einige gute Einschussgelegenheiten, scheitert aber immer wieder am hervorragenden Goalie der Wölfe, Del Fabro. So dauert es bis zur 44. Minute, bis der ATC Graz neuerlich in Front geht. In einem abermaligen Überzahlspiel bedient Gilly Kühn Dejan Kontretz, der eiskalt abschließt. Hier nochmals in Zeitlupe der herrliche Haken des slowenischen Routiniers. Kurz darauf ist es erneut der Slowene, der zuschlägt. Er fälscht einen Schlagschuss seines Landsmannes Jaka Augustinčić gekonnt zum 2:4 in die Maschen. Trotz dieses 2-Tore-Rückstandes geben sich die Klagenfurter aber nicht auf und kommen zurück in die Partie. Nur eine Minute nach dem 2:4 durch Kontretz nützt Moschig einen Schnitzer in der Grazer Abwehr zum 3:4 Anschlusstreffer. Mit dem Schwung des Anschlusstores im Rücken drücken die Klagenfurter dann sogar auf den Ausgleich und werden schlussendlich belohnt. In der 56. Minute schleicht sich Wolfi Klug in den Rücken der Abwehr der Grazer, wird von Mateika ideal angespielt und schließt trocken ab. Da die restliche Spielzeit und die notwendig gewordene Overtime torlos bleiben, muss ein Penaltyschießen den Sieger ermitteln. Für die Wölfe beginnt deren Topscorer Mateika und er verwandelt sicher. Erster Schütze bei den Grazern ist der zweifache Torschütze des heutigen Spiels, Dejan Kontretz. Und auch er verwertet eiskalt. Nachdem auf Seiten der Kärntner Klug an Meichernit scheitert, bringt Gilbert Kühn den ATC erneut in Front. Jetzt liegt die ganze Last bei Christoph Quantschnick, denn er muss jetzt treffen, um die Wölfe im Spiel zu halten. Er bleibt cool und gleicht aus. Nachdem beim ATC Graz die Spieler Hutzel und Kontretz an Del Fabro scheitern, kann nun Manuel Ferrara alles klar machen. Er behält die Nerven, trifft exakt unter die Latte und bringt die Targowölfe in der Serie mit 1:0 in Führung. Am kommenden Samstag, den 7.3., hat der ATC Graz aber zu Hause die Chance, gleich zurückzuschlagen und vor heimischer Kulisse auszugleichen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.